Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich befinde mich immer noch auf meinem Flug mit der MiG 21. Im Moment bin ich kurz vor Cheb, meinen zweiten Wegpunkt, werde dort einschwenken nach Norden, nach Leipzig und werde mich auf den Weg nach Leipzig ein bisschen mit dem Autopilot beschäftigen. Viel Spaß! Der Autopilot der MiG hat vier oder besser gesagt sogar fast fünf Funktionen. Ich stelle sie erstmal vor und werde sie danach ausführlich erklären. Zuerst der Stabilisierungsmodus. Er stabilisiert den Flug in allen möglichen Fluglagen. Mit dem Taster hier rechts am Steuerknüppel wird die Recovery-Funktion des Autopiloten aktiviert. Wird diese Funktion aktiviert, versetzt der Autopilot das Flugzeug in eine sichere Lage, also geradeaus und keine Querneigung. Mit der linken Taste am Steuerknüppel werden alle Autopilot-Funktionen deaktiviert. Mit diesem Kippschalter aktiviert man eine Recovery-Funktion des Autopiloten für tiefe Flughöhen. Dann gibt es noch zwei Funktionen, die dem Piloten beim Landen helfen. Einmal ganz links der Knopf, direktionale Landing Mode. Hier wird dem Piloten auf dem künstlichen Horizont der Gleitfahrt angezeigt. Der Autopilot dient hier als Unterstützung. Und einmal der Automatic Landing Mode. Hier fliegt der Autopilot sogar diesen Gleitpfad selbstständig. So, ich bin jetzt 5 Kilometer vor Cheb und schalte auf den nächsten Kanal hoch. Dieser ist der von Leipzig. Er befindet sich auf Position 3. Jetzt schwenke ich ein und peile den Kurs an. Ich bin jetzt ungefähr auf Kurs und aktiviere den Stabilisierungsmodus. Dieser Modus dient auch zur Stabilisierung des Flugzeugs bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Ist die Maschine gut ausgetrimmt, hält dieser Modus Höhe, Steigung und auch die Querneigung. Aber er kann noch mehr. Ich deaktiviere mal den Autopiloten und gehe in den Steigflug, sogar mit Querlage. Jetzt aktiviere ich den Stabilisierungsmodus wieder und die Maschine richtet sich geradeaus, ist aber weiterhin im Steigflug. Die Maschine richtet sich aber nach und nach wieder horizontal aus. Man kann auch jederzeit weiter den Steuerknüppel benutzen. Es wird lediglich die Fluglage stabilisiert. Das Ganze funktioniert auch im Sinkflug. Der Autopilot ist wieder deaktiviert. Ich gehe jetzt in den Sinkflug und aktiviere erneut den Stabilisierungsmodus. Mit dem Steuerknüppel beende ich jetzt den Sinkflug. Man kann jederzeit mit dem Steuerknüppel eingreifen. Der Flug wird auch dann stabilisiert. Man braucht den Autopiloten dafür nicht ausschalten. Bei aktivierten Stabilisierungsmodus drehe ich die Maschine mal auf den Kopf und wenn ich den Steuerknüppel loslasse, versucht der Autopilot immer wieder die Maschine gerade auszurichten. Ich deaktiviere jetzt den Autopilot, denn der Stabilisierungsmodus ist dafür nicht geeignet, die Maschine aus solchen Situationen zurückzubringen. Ich richte sie mal aus und bremse sie mal in einen geraden Geradeausflug und zwar kopfüber. Und aktiviere dann den Stabilisierungsmodus. Der Autopilot dreht die Maschine wieder zurück, aber hat dabei doch schon erhebliche Schwierigkeiten. Der Stabilisierungsmodus ist für solche Aufgaben auch nicht da. Dafür hat der Autopilot den Recovery-Modus. Hier muss ich eingreifen, der Autopilot braucht zu viel Höhe, um die Maschine wieder in einen Geradeausflug zu bringen. Ich teste jetzt die Recovery-Funktion, die ist für sowas da, aber auch sie hat Grenzen. Ich bringe die Maschine jetzt mal komplett aus dem Konzept und wenn ich sinke und auf den Kopf bin, werde ich mal die Recovery-Funktion ausprobieren. Und ich lasse den Steuerknüppel los. Mal sehen, was passiert.
Ja, auch hier musste ich eingreifen. Ich stelle den Autopilot mal hier in dieser niedrigen Flughöhe ein paar leichtere Aufgaben. Ich bin hier im Steigflug und in Schräglage. Aktiviere die Recovery-Funktion. Lass den Steuerknüppel los und kann mich sozusagen jetzt um andere Aufgaben kümmern. Solange der Recovery-Modus aktiv ist, leuchtet hier diese Kontrolllampe. Und ein weiterer Test. Autopilot aus und in Schräglage. Ja, das kann er und macht er gut. Wenn der Autopilot das Flugzeug im Recovery Mode komplett ausgeglichen hat, wechselt der Modus automatisch in den Stabilisierungsmodus. Nächster Modus des Autopiloten, Slow Altitude Recovery Mode. Diese Funktion dient zur Sicherheit bei schlechtem Wetter und im Tiefflug. Sie soll bei Unterschreiten einer Mindesthöhe die Maschine hochziehen. Die Mindesthöhe stellt man hier unten ein. In diesem Regler kommt man nur äußerst schlecht dran. Ich stelle mal 400 Meter ein. Die Maschine hat ein Höhenradar. Unabhängig vom Höhenmesser, der mit Luftdruck funktioniert, wird die Höhe hier mit dem Radar abgetastet. Alles unterhalb 600 Meter wird angezeigt. Wenn der Kippschalter nach oben ausgerichtet ist wie hier, sollte unter der eingestellten Höhe, in dem Fall 400 Meter, die Low Altitude Recovery Funktion eingeschaltet werden, selbstständig. Und der Autopilot sollte die Maschine hochziehen. Ich probiere es hier mal aus. Okay, Sinkflug. Höhe jetzt im Moment noch 1 Kilometer, 900 Meter, 800 Meter. Mal sehen, was passiert. Das Höhenradar wird aktiv. Jetzt müsste sich der Autopilot gleich einschalten. 500 Meter. Ich bin jetzt unter 400 Meter. Der Autopilot schaltet sich nicht ein. Ich muss eingreifen. So, neuer Versuch. Ist richtig geschaltet. Ich gehe wieder runter. 400 Meter, es passiert nichts. Normaler Recovery Mode. Ganz schlechte Idee. Dauert viel zu lange. Ausschalten und hochziehen. Naja, ich habe es noch ein paar Mal probiert, aber ich war nicht erfolgreich. Ich denke mal, das System ist noch nicht integriert. Für die Landehilfsfunktion des Autopiloten musste ich einen neuen Flug starten. Ich hatte keinen Treibstoff mehr. Und diesen Flug habe ich jetzt auch schon einige Mal wiederholt, weil das Landen mit dieser MiG ist absolut schwer. Und da ist selbst mit den Hilfsfunktionen des Autopiloten, die helfen nur beim Navigieren und beim Einhalten des Sinkflugs. Nicht aber bei der Beherrschung der Maschine bei langsamen Geschwindigkeiten. Ich bin in der Nähe von Cottbus gestartet und bin jetzt im Anflug auf Volsdorf. Die ILS-Frequenz ist 111,7, die ist auch schon eingegeben. Ich warte jetzt, bis ich im Range des Funkfeuers komme. Um mich gut auszurichten, benutze ich mal die Map hier oben rechts. Normalerweise hätte ich ja irgendwo noch einen anderen Wegpunkt gesetzt, um in die Nähe des Flughafens zu kommen. Aber für diesen kurzen Flug habe ich mir das gespart. Ihr seht schon, ist ein bisschen dunkel geworden. Ich habe die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Sieht nett aus, hat was. Jetzt hat der Autopilot ja zwei Funktionen, um beim Landeanflug zu helfen. Ich benutze hier die erste, sie zeigt mir lediglich die Richtung zur Landebahn und den Gleitwinkel. Direktionale Landing Mode. Die Funktion des Autopiloten, dass er selbstständig den Gleitflug durchführt, habe ich noch nicht richtig umsetzen können. Wenn ich sie aktiviere, übernimmt der Autopilot irgendwie die Steuerung des Flugzeuges, fliegt aber in einer falschen Richtung und stürzt irgendwann dann ab. Vielleicht mache ich noch irgendetwas falsch oder es ist noch nicht integriert. Auf alle Fälle habe ich jetzt ein Signal. Noch 48 Kilometer bis zur Landebahn. Ich stelle mal den weißen Zeiger auch in diese Richtung. Vielleicht hat es ja irgendeinen Einfluss auf die Anzeige des Gleitwinkels und der Richtung, die wir gleich oben im künstlichen Horizont angezeigt werden. Ich aktiviere den direktionalen Landing Mode und jetzt bekomme ich hier oben eine Anzeige für Richtung und Gleitwinkel. Ich versuche jetzt hier diese Vorgaben einzuhalten, um optimal ausgerichtet zur Landebahn zu fliegen. Aber jetzt muss ich erstmal Geschwindigkeit abbauen. Klappeneinstellung 1.
komme schon mal ein bisschen runter vom Speed. Mit der Landung habe ich mich noch nicht allzu sehr beschäftigt. Das kommt dann ausführlich in einem späteren Video. Ich habe erstmal versucht, die Erfahrung, die ich mit den Starfighter gesammelt habe, auf der MiG anzuwenden. Das hat aber nicht funktioniert. Das Waldstück hier vor der Landebahn in Holzdorf kenne ich jetzt sehr gut, auch aus näherer Nähe. Mit der Konfiguration Landeklappen in Stellung 2, also Landeposition, Steuerklappen raus und Triebwerksleistung ca. 85% hat es nicht funktioniert. Ich konnte die Maschine nicht mehr halten. Aber ich muss ja irgendwie die Geschwindigkeit reduzieren, um in der Geschwindigkeit aufzusitzen, mit der mir die Räder nicht gleich wegfliegen. Noch 24 Kilometer bis zur Landebahn. Ich glaube, da vorne kann ich sie sehen. Ich habe es Hut ausgeschaltet, das irritiert nur. Bei diesem Versuch habe ich die Speedbrake nur benutzt, um auf eine Geschwindigkeit zu kommen, bei der ich das Fahrwerk ausfahren kann. Hinterher habe ich sie wieder eingeklappt. Das Fahrwerk habe ich jetzt ausgefahren und ich habe ungefähr noch so 450 Stundenkilometer an Geschwindigkeit. Klappen habe ich jetzt noch in Stellung 1. Die Geschwindigkeit ist noch ein bisschen über 400 Stundenkilometer. Das wird auch ungefähr die Geschwindigkeit sein, mit der ich aufsitze. Noch 18 Kilometer, Höhe ca. 400 Meter. Auf dem braunen Rand rechts neben dem Board, wo die ganzen Wegpunkte aufgezeichnet sind, befindet sich der Schalter für den Bremsfallschirm. Man sieht ihn von hier nicht. Ich habe ihn bei der Landung nicht treffen können und habe den dann quasi nicht ausgelöst. Eigentlich schade, wollte ich gerne mal sehen. Ich werde mir den auf eine Taste legen. Ich bin hier ein bisschen zu langsam, 77% Triebwerksleistung. Ich gehe davon aus, dass die Klappenstellung die Triebwerksleistung beeinflussen. Ich habe auf knapp über 80 erhöht. Da vorne sieht man jetzt die Landebahn. Oh, Klappen jetzt in Landeposition. Aber die Speedbrake ist nicht ausgefahren. Mit hat es nicht funktioniert. Ich muss die Maschine jetzt neu ausdrimmen und bin wieder zu schnell. Ich habe ja ein bisschen die Triebwerksleistung erhöht, um nicht abzustürzen hier im Waldstück. Also mit der Landerei, das muss ich nur ein bisschen üben. Ist nicht so einfach. Aber lasst euch nicht abschrecken. Ich glaube, das ist jetzt der Outermarker. Ich bin so circa 7 Kilometer von der Landebahn entfernt. Bloß keinen Schub wegnehmen. Die Höhe ist jetzt noch circa 300 Meter, aber ich bin noch relativ schnell, noch fast 500 Stundenkilometer. Das muss ich noch reduzieren. Der Mittelmarker. Und aufgesetzt bei 350 Stundenkilometer. Und ab hier ging es schief. Die Maschine gerät ins Trudeln. Ich wollte den Bremsfallschirm auslösen. Hab da nichts getroffen. Irgendwo habe ich hingeklickt. Wollte gucken, ob er draußen ist. Und dann habe ich die Landebahn verloren. Okay, ich beende das jetzt hier. Die Landung muss ich noch üben. Aber egal, es ging ja hier nicht primär um die Landung, sondern um den Autopiloten. Es funktionieren noch nicht alle Sachen so, wie ich es mir vorstelle. Entweder liegt es am Modell oder ich mache noch irgendwas falsch. Egal, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Man sieht sich. Bis dann.